Morgen Leute, wir sind heute früh aufgestanden, mal wieder am Wasser. Heute zusammen mit Clemens. Moin. Wir wollen heute ein kleines Battle machen. Und zwar natürliche Köder gegen unnatürliche. Ja, wir haben heute auf jeden Fall genug Tackle mit. Also ich werde hauptsächlich Jerkbaits fischen und große Gummifische, weil es ist echt kalt geworden. Wir haben jetzt nur noch 3 Grad. Die letzten Tage waren um die 10 Grad und jetzt wurde es nochmal kälter. Deswegen werde ich die Gummifische und die Jerkbaits recht langsam fischen. Weil ich denke, die Hechte sind schon passiv und ja. Ja, bei mir das Gleiche. Also große Gummis, Hardbaits ein paar. Mal gucken, ob ein paar ein bisschen weiter oben schwimmen. Aber wollen wir mal schauen, was heute geht. Ich würde sagen, jetzt wird nicht länger geschnackt, sondern das Battle kann starten. Viel Glück. Ja, viel Glück. So, 5 Minuten auf dem Wasser. Erster Kontakt. So kann es weitergehen. Jetzt müssen sie nur noch hängen. Sind geangelt, es lief nicht so gut, aber jetzt hängt der erste auf dem langsam geleierten Gummi. So, jetzt 1-0 würde ich sagen für natürliche Köder. Kam auf ein 23er Pickshot und ich messe ihn einmal. Ja, 80 cm. Ja, mit dem Punktesystem machen wir das so, dass wir einfach die Hechtlänge dann nachher addieren, je nachdem, wenn wir auch mehrere Hechte fangen natürlich. Und am Ende wird das alles zusammen addiert und ja, dann sehen wir, wer gewonnen hat. Ich denke, die natürlichen Köder machen das. Ich fische jetzt mit dem Maximus Predator vom Fladen. Kann man schön langsam führen. Ja, da habe ich schon ein paar Bisse drauf gehabt. Heute zwar noch nicht, aber wir fangen jetzt gerade erst an. Ne? Können Sie mir sagen, wie das passiert ist? Windrichtung stimmte nicht. Unser kleines Battle ist jetzt fertig. Die natürlichen Köder haben gewonnen. Den einzigen Hecht oder der einzige Fisch des Tages habe ich auf den Pickshot gefangen. Der hat auch ein bisschen gelitten, leider nur noch ein Auge, der gute Freund. Und ja, Clemens hatte noch einen kleinen Kontakt, oder? Ja, einen zum Anfang und ja, das war es dann auch. War ziemlich schwierig heute. Ja, es war auch schweinekalt, nachher kam wieder ein bisschen Wind, jetzt ist der Wind hier wieder ein bisschen weg. Und ja, man fängt nicht jeden Tag gut, aber einen Fisch konnten wir euch ja trotzdem zeigen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingehauen, Leute. Ist gut.